Hallo, du hast das Pyramidalis-Projekt gefunden. Das besteht aus vielen Teilen und du kannst sie hier im Vorspann anklicken oder auch innerhalb des Videos an der einen oder anderen Stelle einen Link finden zu Hintergrundinformationen. So, jetzt sind wir hier bei unserem neuen YouTuber-Server. Und das Ganze nimmt schon ein bisschen Form an. Ihr seht das hier. Und wir werden das natürlich weiter betreiben. Das hier ist doch meine private, persönliche Insel, wo ich das ein oder andere vorbereite und sozusagen mein Elfenbeinturm zum Nachdenken, was ich euch so alles mit Tutorials und so bereitstelle. Hier oben werde ich jetzt natürlich so eine Experience Farm bauen, die eigentlich die Aufgabe hat, hier über einen Autospawner diesen Blood Altar zu tränken mit Blut. Jedenfalls, das dauert auch noch ein bisschen, wir sind da relativ neu hier angefangen und ich zeige euch jetzt mal den Bereich, wo quasi unsere gemeinsame Stadt entstehen wird. Da ist schon das eine oder andere ganz nett dabei. Wobei man sagen muss, das ist natürlich erst noch ein bisschen unkoordiniert, wie es hier läuft. Also wir haben hier eine Farm hier oben drin. Das ist so eine Cursed Earth-Farm. Die funktioniert schon ganz nett. Auf jeden Fall kommt hier immer wieder reichlich Mob-Essenz bei raus. Wie ihr seht hier. Und es explodieren auch immer hier diese Teleporter-Creeper. Und hier unten drin haben wir Autospawner, die, wenn sie dann angestellt sind, je nachdem, was man halt reinstellt, hier Villager transportiert. Dann haben wir hier unten dann quasi hier unsere Emeralds als Ergebnis oder die Flüssigkeit halt zunächst. Und hier sind wir schon dabei, was das hier, ja. Wird wohl offenbar reichlich gebaut. Ich bin noch gar nicht so ganz sicher, wer hier was baut. Auf jeden Fall, der Conan scheint hier zu sein. Oder überhaupt, wen haben wir denn? Der Lokutus ist auch da. Und Lucky Luke. Und naja, gut, das sind halt so Leute, die hier so ein bisschen was treiben. Und dann haben wir hier natürlich auch so eine etwas schnell laufende Turbine mit einem AKW dahinter. Und diese Dinge werden wir dann in den nächsten Tagen also alle mal ganz genau beschreiben und auch mal die ein oder anderen Gedanken dazu sammeln. Auch hier haben die jetzt mittlerweile ein paar XP-Büsche. Wir werden sehen, was wir dann daraus machen. Also das Ganze entwickelt sich hier in ganz Ruhe. Hier gibt es so ein paar schöne Lapislazis. Daraus werde ich mir wahrscheinlich eine Pyramide bauen. Was haben sie hier gebaut? Keine Ahnung. Irgendwas müsste ich mich mal mit beschäftigen, was das hier jetzt wird. Gut, das sieht sehr interessant aus. Schauen wir mal. Jedenfalls irgendwas mit solchen ME-Interfaces. Schauen wir mal, was da drin ist. Gar nichts. Okay, da wird das sicherlich hier zentral gesteuert. Hier hinten ist ja dann die Anlage, mit der die Seeds dann wachsen. Und das Ganze hier ist, wie ihr seht, quasi alles noch im Werden. Und auch hier draußen gibt es also solche Enderlilies. Ja, also da könnt ihr sicher sein, dass es in nächster Zeit noch reichlich Tutorials gibt zu allen möglichen Themen und natürlich auch zum weiteren Wachstum von meiner Insel. Das werden wir also alles nach und nach abbauen, abarbeiten. Und es ist natürlich so, ich habe im Augenblick hier mit meinem Studio oder naja, wie auch immer Büro, was je nachdem, wie man es gerade sieht. Morgen ist ein bisschen Umbauphase, deswegen bin ich nicht ganz so aktiv mit den Videos, denn das kostet einfach auch reichlich viel Zeit und Recherchearbeit auch, wie man eben versucht, mit einem gegebenen Raum auszukommen und dann vernünftige Tonqualität auch hinzukriegen. Und da gibt es eben reichlich Informationen zu, die werde ich euch also auch alle zugänglich machen, zumindest soweit ich sie verstehe. Es gibt natürlich da Fachliteratur zu, aber diese Dinge sind natürlich alle nicht so ganz einfach. Erfordern ein bisschen physikalisches Verständnis und aber das werde ich euch alles noch vortragen, denn wenn das hier gut geht, so wie ich es mir vorstelle, und das scheint ganz gut zu laufen, werden wir also in den nächsten Tagen hier noch ein bisschen umbauen.
in den Ecken was bauen und an den Wänden und so. Und dann hoffe ich, dass die Akustik dann endlich mal wirklich brauchbar wird. Okay, das war jetzt nur ein ganz kurzer Bericht hier vom gegenwärtigen Stand unseres YouTuber-Servers. Natürlich könnt ihr hier gerne mitmachen, also im Sinne von, dass ihr hier draufkommt und euch hier umschaut. Und wenn ihr selber hier bauen wollt, ist es schon erforderlich, dass ihr hier so ein bisschen auch im YouTube-Bereich was tut, denn nur dann ist das ja wirklich ein YouTuber-Server. Hi Pyrameter, hier Ruth, bitte übergebe mir meine Habe. Was ist das? Hier Ruth, bitte übergebe, hier Ruth, wo ruht der denn? Habe ich das jetzt verstanden? Der ist hier gestorben. Bitte übergebe mir meine Habe. Herzlichen Dank. Wo ist ein Aus? Ein Aus ist hier hinten an dem Schalter oder an diesen den Dingen hier. Aber wir können das Ganze natürlich einfach mal stilllegen und dann ist Ruhe hier. Bei der Küste Örsfahren gibt es kein Ein Aus in dem engeren Sinne. Das geht ja einfach immer weiter. Aber wir können das Ganze natürlich hier. Gut, müssen wir mal sehen, was wir daraus machen. Normalerweise ist es so gebaut, dass die Viecher einfach sterben. Und dann, wenn das nicht so sein sollte, muss man sie nach unten durchfallen lassen. Dafür ist das hier unten gedacht gewesen. Ja, dass man das hier unten runterfallen lässt. Aber das haben wir ja ein bisschen umgebaut. Jetzt müssen wir mal sehen, wie weit wir damit kommen. Schlimmstenfalls müssen wir die Köste erst ein bisschen wieder abbauen. Das können wir ja auch machen. Gut, jetzt muss man bei den Conan fragen, was er denn hier mit seinem Tod hat, denn, ist er denn überhaupt noch on? Der ist nicht on. Gut. Der ist nicht on. Ich weiß nicht, wo ist denn hier sein Grabstein? Das verstehe ich nicht. Was ist denn eigentlich in der Truhe? Die kümmert sich natürlich keiner, ist klar. Dann nehme ich mal die ganzen Enderperlen raus, denn das ist mein Ziel gewesen, als ich das Ding hier installiert habe. Die anderen, die hier am Spawn überarbeiten, können sich ja reichlich von diesen Dingen immer genehmigen. Das kann ich ja in Maßen nur oder beziehungsweise gar nicht. Deswegen bin ich jetzt hier eigentlich mal eher dabei, die Dinge einfach mal einzusammeln, die hier so sind. Und das werden wir dann die Tage alles mal verbauen irgendwie. Okay, so. So machen wir hier noch ein paar Enderperlen raus und dann stelle ich das Ding mal still oder flach oder aus. Ja, ist klar. Das war jetzt hier mal wieder einer dieser berühmten, ja, wie heißen sie noch, Teleport Creeper oder was auch immer, wie die sich nennen. Na gut, ist auch egal. Auf jeden Fall so auf die Art und Weise werden wir hier weiterkommen. Gut, so, jetzt lasse ich mir mal was einfallen, wie wir das Ding abstellen. Ich sehe allerdings Connors Grab, meine ich. Er hat doch geschrieben, er wäre hier gestorben. Also, gut, keine Ahnung, werden wir jetzt mal sehen, wie es hier unten aussieht. So. Ja. Da kann ich nur sagen, ich kann die Farbe nicht abstellen. Hier hat einer unten drin was gebaut, was hier nicht hingehört. Die ganzen Conveyor Belts. Keine Ahnung, was hier läuft. Ich mache mal hier einen Cut. Ich wünsche euch mal was. Wie gesagt, kommt auf den Server, könnt ihr mitspielen, wenn ihr YouTuber seid. Ansonsten könnt ihr gerne gucken kommen. Aber auf diesen Server-Kombinationen hier gibt es natürlich auch noch andere Server, auf denen ihr selbstverständlich spielen könnt. Und immer wenn was Interessantes ist, da kann ich ja gerne mal vorbeikommen und gucken. Das können wir schon irgendwie gemeinsam machen. Selbst wenn ihr nicht YouTuber sein wollt oder könnt oder sonst was. Und ansonsten, wie gesagt, sehen wir uns bei einem oder anderen Tutorial. Da gibt es ja nun reichlich mittlerweile. Und gut, ja, ich bin mal gespannt hier. Diese Turbine, da werde ich auch noch mal schön was zu berichten. Das ist auch ein wirklich ein geniales Teil. Werden wir machen, allerdings die Tage erst, wie gesagt, ich wollte das Studio hier erst noch ein bisschen ausbauen und umbauen, damit die Akustik besser ist. Okay. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao, ciao.